Guten Morgen. Wir haben es kurz nach 7. Welch unchristliche Zeit in meinem Urlaub. Aber wir stehen hier in einem Gewerbegebiet und ja, hier ist das wirklich der Name Programm. Hubel, Hubel, Heiterkeit. Seid für Heiterkeit bereit. Das hatten wir schon mal irgendwie. Für immer noch Bugs Bunny. Und zwar ist da hinten irgendwie ein, keine Ahnung, Auslieferungsdienst oder hier sind ein Transporter nach den anderen gefahren. Also das war schon sehr lange. Ja, so Caddy-Größe nur von Fiat oder sowas. Was weiß ich, was das ist. Ducato oder sowas. Genau, da kenne ich gar nicht aus. Auf jeden Fall sehr laut war das. Und die naja. Die sind ja auch gerast hier. Und jetzt geht es um kurz seit, sagen wir mal, 6:30 hier auch natürlich Halligalli. Die kommen alle zur Arbeit. Das heißt, wir werden unser Platz hier verlassen. Irgendwann war es auch ruhig. Für eine Nacht ist das auch ganz in Ordnung, hier zu stehen. Aber jetzt fahren wir an die Mosel, wollen frühstücken. Und dann wollen wir uns Trier anschauen. Das ist heute unser Plan. Kommt mit und seid dabei. Und jetzt müssen wir erstmal alles umpacken, ne? Ja, das machen wir jetzt. Bis später. Ein Satz mit X, das war es fast nichts. Ja. Weil wir waren bei dem normalen Park and Ride, wo ja auch Busse fahren, damit man in die Innenstadt kommt, ist alles schön und gut, aber wir haben hier tatsächlich eine Sperre von 1,80 Meter. Leute, selbst der Vito hat 1,90 und es gibt, ich will gar nicht wissen, die ganzen Touaregs und sonst wie, die weit hoch, die bald kommen. Die passen mit 1,80 noch drunter. Aber 1,80, das ist doch überhaupt nicht mehr modern. Also Gott sei Dank, hier hinten dürfen Busse und Wohnmobile noch stehen. Deshalb haben wir uns... Wohnmobile waren hier nicht ausgeschildert, nur Busse. Aber Busse stehen halt. Ja, die stehen halt hier. Auf jeden Fall, wir stehen ganz schön weit am Ende. Also die Mosel sehen wir nicht, aber da könnten wir zur Not nachher nochmal hinlaufen, wenn wir dazu Lust haben. Das überlegen wir uns aber noch. Und... Stefan guckt schon so böse. Wir überlegen uns das dann besser nochmal und so, jetzt gibt's Frühstück und dann kommen wir ganz entspannt in den Tag. Wir haben uns fertig gemacht. Es ist dann nicht mal um 9, glaube ich, oder? Meine Uhr im Auto vergessen. Es ist, ja. Noch nicht mal um 9 und wir sind, 7 Minuten vor 9. Sind schon unterwegs. Wir fahren jetzt mit dem Bus rein in die Stadt und schauen uns Porta Nigra und dieses ganze Gedöns da an. Und ja, nehmen euch einfach mit. So, unschwer erkennbar, angekommen. Porta Nigra. Wo sind wir? Achso, in Trier. Natürlich in Trier. Ja. Einer der Wahrzeichen von Trier. Man kann auch da oben wohl rauf, wenn mich nicht alles täuscht, aber das kostet natürlich alles Geld, wofür wir kein Geld ausgeben, weil wir haben ja leider zu viel für den Bus bezahlt. Ja, leider. Und das nicht mal wenig. Also sie preisen ja immer, macht Park and Ride, macht dies, macht jenes. Ja, aber ganz ehrlich, also für den Preis hätte ich hier 2 Stunden mal locker, und länger brauchst du ja hier eigentlich jetzt gar nicht, parken können und hätte ein Drittel davon bezahlt. Also 2,90 Euro eine einzelne Fahrt. Wir müssen immer nochmal 2,90 Euro pro Person nochmal zurückzahlen, also 5,80 Euro sozusagen für hin und wieder zurück für eine Person. Das ist viel zu teuer. Wirklich, es ist viel zu teuer. Genau, also 11,60 Euro hin und zurück. Also was soll das? Also selbst der Tagespreis, eine Tageskarte würde sich dann nicht mal rentieren. Nee. Weil eine Tageskarte bis ab 6 Euro noch was, selbst das ist viel zu teuer. Also hier nehmt es einfach zu sehr. Und dann sollen Sie sich nicht wundern, dass die ganzen stinkenden Autos hier in die Innenstadt kommen. Ja. Das wollten wir einfach mal so gesagt haben. Liebe Trier und liebe Bundesregierung, ihr mit den tollen Ideen da immer. Mann. Das bringt so mit Sicherheit nichts.
So, das war das Statement zur aktuellen Dieselpolitik und genau. Autofahrpolitik. Wir sind aber immer noch das Schöne hier an Trier. Und da, die müssen wir mal kurz mit aufnehmen. Klärchen ist auch am Start. Wir laufen jetzt aber, glaube ich, in die Richtung, also in die andere Richtung. Also in die da. Weil wir wollen uns ein bisschen die Stadt anschauen. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Aber ich gehe davon aus, wir sind hier in der Stunde durch und dann geht schon wieder bald zurück zu unserem Bulli. Sind jetzt beim Kaiserpalais. Ah, nee. Kurfürstliches Palais. Oder so war es, kurfürstlich. Ja, 2 Minuten her, kann man ja mal wieder vergessen, was man da gesagt hat. Ja, so sieht's aus. Ganz nett. Jetzt drehen wir uns auch mal, damit ihr auch mal den Garten seht. Und netterweise macht der Gärtner gerade da hinten Hackarbeiten und nicht, wie gegebenenfalls die Stadt dort zu sehen könnte, mit der Maschine krach. Heckenschnitt oder so. Genau, das wäre dann sehr unschön. In der Sonne sehr angenehm, aber man darf nicht vergessen, es ist doch noch relativ kühl. Ich meine, wir haben hier so 7 oder 8 Grad. Also es ist ja auch immer noch nicht um 10. Wir sind ja schon vor 10 hier unterwegs. Das muss man einfach mal nochmal dazu sagen. Das ist richtig. Darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall hinter diesem Kaiserpalais-Moment sieht man da das Konstantin-Basilika oder wie das denn ist. Ich nenne es mal, da wird Basilikum von Konstantin angepflanzt. Na, wie auch immer. Das kann ich dann als Hashtag machen. Hashtag Fake News. Wir bringen irgendwas Blödes um. Ja. Auch das hatte man schon damals bei den Kurfürsten. Ein Zaun. Und da hinten ein Gabelstapler. Hochhübsch modern, der genau. Der Herr Kurfürst. So, jetzt wollen wir noch zum Dom laufen. Der geht links dran vorbei. Genau. Und jetzt sind wir schon bald fast durch hier. Ja. Wir haben den Platz gewechselt, sind zur Pfarrstelle gefahren. Hinter uns der Dom zu Trier. Jo. Damit haben noch wir nicht auf. Noch nicht auf, naja. Aber da kann man eh keine Filmen, fotografieren und bla bla ist ja eh verboten. Ja, dann wollen wir da gar nicht rein. Ist das so typisch Kirche irgendwie? Genau, jetzt kommt der hier unten her. Na, Claudi, das sieht nach einer Bühne auf jeden Fall aus. Wer weiß, was hier stattfindet. Das sind hier Tische. Ja, das sind die Platten für die Bühne. Ja, ja, irgendwas wird hier stattfinden. Ja, ist aber hier Pfingsten. Oder ja, irgendein Schwachsinn. Pavillon oder was auch immer, so ein Zelt, was aufgebaut wird. Irgend so ein Blödsinn werden sie machen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich dann alle Sehenswürdigkeiten, glaube ich, durch. Zumindest was jetzt hier in der Stadt, genau. Hier im Umkreis ist. Wir schauen uns jetzt das Schönere, glaube ich, von Trier an, und zwar die Gegend rund um die Mosel. Ich glaube, das ist für uns das Schönere. Ja. Also wieder mit dem Bus, zurück zum Bus. Genau. Sind zurück an unserem Bulli. Ja, schön war's. Genau, haben einiges gesehen. Jetzt wollen wir uns Richtung Frankfurt bewegen. Das ist unser heutiges Ziel und auch unser morgiges Ziel. Da was Besonderes vor. Genau, das werden wir euch aber dann erst morgen erzählen, was wir da vorhaben. Auf jeden Fall fahren wir noch nicht so, wie das Navi uns sagt, sondern wir fahren eine Alternativroute, weil wir wollen an der Mosel noch ein bisschen lang fahren, bevor wir dann ab Richtung Innen des Landes fahren. Und ja, mal schauen, wann wir uns irgendwann anhalten werden. Ich gehe davon aus, dass wir nämlich nicht durchfahren bis Frankfurt, sondern dass wir irgendwann spätestens in, naja, knapp einer guten Stunde oder sowas, 1,5 Stunden. Machen wir eine Pause, ja. Ein bisschen Joghurt, ein bisschen Apfel essen und dann melden wir uns wieder. Genau.
Was für ein Lärm im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man uns überhaupt hört. Weil hier ist die Autobahn A3. Man hört sie. Und wir sind in einem Parkhaus. Wir wollen was gucken wegen morgen. Deshalb verraten wir euch nicht, wo wir genau sind. Aber wer sich auskennt, müsste es wissen. Wir haben wieder einen Spotwechsel gemacht. Waren eigentlich an unserem Platz, wo wir 2015 schon mal waren. Ja. Ja, da sehen wir aber auf der Landebahn, ja, nur mal zu überlegen, wo wir denn ungefähr sein könnten, kommt nichts. Dann haben wir jetzt eine andere Seite getroffen und jetzt scheint doch etwas da anzukommen. So wie zum Thema Zutritt verboten, da fährt einfach einer mal mit dem Rad lang. Unfassbar. Ah, ja. So geht's halt auch. Na gut. Wir essen jetzt lecker Apfel mit Joghurt, entspannen, dann suchen wir uns, informieren wir uns, sagen wir mal, noch über, wie wollen wir was machen. Morgen? Genau, fahren wir mit der Bahn dorthin oder fahren wir doch mit dem Auto wieder hin, wobei die Parkgebühren halt einfach immens wären dort. Das überlegen wir uns noch und ja, einkaufen müssen wir ja auch noch, weil wir brauchen ja noch was heute zum Essen heute Abend. Genau. Also noch viel vor und jetzt haben wir es ca. 14 Uhr. Wir sagen Mahlzeit und genießen unser lecker Nachmittagsjoghurt. Wir sind der Spot hier. Genau, also ein Flugzeug nach dem anderen. Da kommt auch schon wieder das nächste. Ich weiß gar nicht, ob man sehen könnte. Deshalb machen wir mal kurz einen Kamerawechsel. Das heißt, dann kann ich es nämlich gleich umdrehen. Denn eigentlich das Geniale ist eigentlich jetzt hier nicht der Anflug. Wobei, wenn ich das schon wieder sehe, ich fliege nie mehr mit dem Flugzeug. Na, so schlimm ist das gar nicht. Ist nämlich die andere Seite, wenn das Flugzeug hinterm Bulli ist. Man hört es auf jeden Fall dann ganz gut. So, da sieht man sie nämlich nicht mehr. Dafür sieht man es da. Und wieder eine Lufthansa. Ja, im Moment kommen hier die ganze Zeit Lufthansas. Genau. Wir wollen jetzt nach Eschborn. Einkaufen und dann fahren wir auf den Friedrichsplatz. Friedrichsplatz? So heißt der. Wenn Marcel das schon sagt, wird das schon hinhauen. Es ist nicht der Zottelfjord, es ist der Friedrichsplatz. Da fahren wir hin. Was der Friedrichsplatz dann bedeutet, das sagen wir euch dann, wenn wir dort angekommen sind. Genau. Wir sind in der Friedrichstraße. Sie heißt aber nicht Friedrichstraße. Sie ist irgendwie anders und der Name ist mir egal. Aber wir kennen diesen Platz, diese Straße hier auch von Travel Camping Living. Von Kai. Zottel, Co-Pilot und Friedrich. Genau. Und da ein See, aber der Vierstädter sowas. See, ja. See heißt bei uns Zottelfjord. Genau. Und das hier ist die Friedrichstraße. Das ist die Friedrichstraße. Wir sind gespannt, ob wir irgendwo noch hinkommen, wo Kai auch schon mal war. Das ist dann die Co-Pilot-Ecke. Aber das dauert wahrscheinlich noch, wenn wir irgendwann mal in der Schweiz sind. So,
Wir laufen mal zum Bahnhof. Wollen mal für morgen die Verbindung abchecken. Und auch das kriegt man ohne Probleme hier im Bulli hin. Klöpse, Kartoffeln und Blumenkohl. Alles mit einem Zweiermann-Kocher. Und jetzt lassen wir uns lecker schmecken. Lust? Happa, happa, happa. Guten Hunger. So, verdammt lecker gegessen. Jo. Das hier sind die Reste. Ja, war sehr, sehr lecker. Es ist nichts übergeblieben. Alles leer geworden. Ja. 600 Gramm Thüringer oder beziehungsweise Schweinebett. Vielleicht waren es auch Dalmatiner, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also wir haben gerade Quella de Ville oder wie auch immer die... Die Schreckschraube aus 101 Dalmatiner. Genau, die haben wir gerade leibhaftig gesehen. Die existiert wirklich. Das hättet ihr sehen sollen. Echt genial, wirklich. Also wir mussten gerade uns beide ein bisschen zusammenreißen, dass wir nicht einfach zum Lachen laut. Wir haben gelacht. Das hätte die nämlich dann mitbekommen. Das wollten wir ja nicht, ne? Aber Junge. Also, naja, wir lassen es mal dabei. Wir werden jetzt abwaschen. Ja, die Pflicht ruft. Genau, weil ihr seht ja das. Da ist eine Menge an Abwasch. Das machen wir fertig und dann melden wir uns zu unserem letzten Take von diesem Tag. Es ist, glaube ich, ein Dienstag. Es ist Dienstag. Morgen ist Mittwoch. Und dann erleben wir was richtig Tolles. Aber das verraten wir immer noch nicht. Das seht ihr morgen. Tschö. Ja, das war Tag 5. Ein sehr spannender Tag, würde ich sagen. Ja, liken, teilen, abonnieren. Ich weiß nicht, wo wir hier jetzt landen, ob wir jetzt wieder einen neuen Take anfangen müssen oder nicht. Ihr werdet es ja sehen. Morgen wird es ein sehr spannender Tag und von daher werden wir uns jetzt zu Bett begeben und wünschen allen eine gute Nacht und bis morgen. Bis morgen.